Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Es ist immer was los. Der König hat gerade viel zu tun, hat viele Gäste in seinen Hof und führt wichtigen Gesprächen. Aber nicht nur das, es gibt außer Pflichten auch was anderes und sie sind sehr unternehmungslustig. Ah ja, der König hat auch Humor. Er erwartet noch einen wichtigen Gast. Ein Minister von einem weiteren Land. Diese Reise dauert aber noch 9 Tage und dann wird er angekommen. Die Königin kümmert gerade um die Schatzkammer. Sie übernimmt jetzt diese Verantwortung und das macht sie richtig gut. Der Herrscher von Nachbarsland fühlt sich ganz wohl und verspricht weitere Unterstützung. Die schöne Prinzessin ist so fröhlich und hat viele Freunde und genießt die Zeit. Was aber sie noch nicht weiß, der hübsche Prinz kommt in 3 Tagen, aber das soll eine Überraschung sein. Bitte nicht weiter erzählen. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Sonne befindet sich in ein Mondhaus und das verspricht lebendige, frische Ardra, heißt dieser Mondhaus. Das bedeutet, der König möchte seine Freizeit auch genießen. Mond bewegt sich im Mondhaus Kritika, das steht mit Hyaden und mit dem Plejaden in Verbindung. Und das erinnert mich an die Geschichte von Frau Holle. Hier treffen wir wichtige Entscheidungen. Sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Sind wir optimistisch oder pessimistisch? Das ist die Neuorientierung und zeigt auch die Königin. Befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Mondbewegung im Stier und Stier steht mit Finanzen in Verbindung. Das heißt, die Königin kümmert um die Schatzkammer. Mond steht eine sehr schöne Verbindung zum Merkur, angenehme Gespräche und das, was die Gäste auch vermitteln. Mars und Venus nähern sich. Und in 3 Tagen kommt das zum Eintreffen. Mars und Venus ist die beiden Liebesplaneten. Das heißt, der Prinz kommt in 3 Tagen. Saturn und Jupiter stehen in harmonischer Verbindung. 2 Nachbartierkreiszeichen verbinden sich hier. Also kommt Unterstützung von Nachbarsland. Es kommt zu einer Verbindung zwischen Sonne und Jupiter. Es klärt sich etwas auf. Und das kann auch eine rechtliche Lage sein. Und das trifft ein im 9. Juli. In Geschichte habe ich erzählt, ein Minister nähert sich. Und in 9 Tagen wird angekommen sein. Und das war die astrologische Hintergrundinformation zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.